Es ist mal wieder Zeit für eine Folge Nerdcheck hier auf Nerdtaste und es wird natürlich auch einiges wieder hier passieren, das sei gewiss. Ich bin Dennis, ihr seid auf Nerdtaste und viel Spaß! Oscars, Oscars, Oscars. Die 91. Oscars waren ja gewesen im Dolby Theater in Los Angeles. Diesmal aber ohne einen Moderator, nämlich nur mit Hosts, die das die ganzen Abend begleitet haben. Ich habe es natürlich in der Wiederholung gesehen und ich fand es ganz solide. Was fandet ihr das so ungefähr? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Das war ja geschwankt. Jay and Silent Bob, a.k.a. Kevin Smith und Jay Muse sind zurück. Das verriet nämlich ein Post von Kevin Smith auf seiner Instagram-Seite. Der hat ja nach seiner Herzattacke letztes Jahr dieses überstanden und weckt natürlich neues Blut in sich. Und das wird nämlich jetzt wahrscheinlich in ein paar Jahren. Ich denke mal, dass so ungefähr, ja, also das ist jetzt mal die Produktion hier angelaufen. Mal gucken, wie wann der Film erscheinen wird. Saban Films hat sich diese Rechte gesichert und Universal Home Studios. Und das soll so ein, ja, Reboot sein. Was so alte paar Sachen mit natürlich Originalcast vereint. Wir sind gespannt. Jay and Silent Bob. Dann wurde natürlich Detective Pikachu, wisst ihr ja, kommt dieses Jahr in die Kinos. Es wurde ein neuer Trailer gedroppt und der verspricht schon ein bisschen einiges mehr an, sagen wir, Kult-Pokémons. Glurak, Mewtwo, alle sind sie wieder dabei. Die Effekte sind so ganz okay, sag ich mal. Aber ihr wisst ja, ein Trailer, der, sagen wir mal, der zweite Trailer ist immer noch ein Ticken besser als der erste. Warum aber? Da sind die Visual Effects noch nicht ganz ausgereift, deswegen sieht es auch nicht mal ganz geil aus. Oder pff, wie bei Aladdin, sag ich mal, Will Smith in seinen, ja, komischen blauen Pümpel-Kostümen ist es ja nicht, aber sein CGI-Krams da. So, den ersten Film, den ich euch vorstellen möchte, ist natürlich Alpha. Der ist erschienen durch Sony Pictures. Und ja, wie ihr wisst ja, alles, was ich bekomme, sind kostenlose Rezensionsexemplare. Ich bekomme da kein Geld für. Und das ist natürlich auch meine Meinung, aber auch eine subjektive und objektive Meinung. Also, haben wir das mal geklärt. Gut, und das ist auf jeden Fall Alpha. Ist ein Abenteuerfilm, der letztes Jahr erschienen ist, der, ich sage mal, so kinomäßig und auch auf Heimkino, so bist du wahrscheinlich die Geschmäcker spaltet, sag ich mal. Das Bild ist richtig gut. Also da muss man sagen, wer wirklich auf geile Bilder steht, muss sich Alpha auf jeden Fall besorgen. Und von der Geschichte her ist das auch wirklich gut gemacht. Es erinnert mich so ein bisschen an Life of Pi, oder Pi nennt man das, glaube ich, ja. Life of Pi, so ein bisschen auch diese Freundschaft damals in der Eiszeit mit dem jungen Mann, der keinen Namen hat. Stimmt, so war es ja gewesen. Gespielt von Cody McSmith P, so heißt er. Und ja, der trifft auf den Wolf und die verbinden nachher eine Freundschaft. Finde ich ganz cool, den Film. Kann man sich gut angucken. Würde ich, wenn ich das geben würde, ist nicht megamäßig eine hohe Bewertung, aber eine 6 von 10. Kommen wir zu Nummer 2 im Film, nämlich einmal Superfly ist eine actiongeladene Kultklassiker-Remake-Ding-Bum-Bing. Wollte ich gerade sagen, egal. Trevor Jackson in der Rolle als Priest Youngblood. Kann man sagen, so ein bisschen Gangster-Style mit drin. Aber ist eher, wo man sagt, ein bisschen was ganz anderes, was man schon gesehen hat. Ist es nicht Hollywood-mäßig, aber geht so in Richtung coole Shots, sag ich mal, kann man sich gut angucken, ein paar Action-Sequenzen drin, die in der Mitte so ein bisschen abflachen, wo es ein bisschen langweiliger wird. Aber dennoch ist das für FS318, geht es in Ordnung und ich würde den auch so eine 5,5 von 10 geben. Mile 22 mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Ja, das muss ich euch sagen, Leute, ganz ehrlich, da war ich ein bisschen enttäuscht. Wenn man die so nimmt, die ganze Kurve, es sollte sogar eine Trilogie werden. Ja, dann das Ende, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, der fesselt dir am Kopf. Aber man kann sich den angucken, weil da war sehr viel Potenzial drin. Haben sie sich aber verschenkt, die Filmemacher. Und ja, Mark Wahlberg habe ich auch schon besseren Rollen gesehen. Natürlich auch andere, Leute, ich brauche da gar nicht drüber reden. Eine 5 von 10 gibt es noch für diesen Film. Und dann habe ich keinen Ständer, sag ich mal, keine Vorlage als Blu-ray, habe das nämlich nur als Disc bekommen, Book Club. Ja, das ist eben so eine Geschichte, wo ich sagen muss, besser als Shades of Grey, nein, Quatsch. Thematisieren das Buch halt in diesem Film, ist in einem Bücherclub, ist ein Dra, ja, ist eher so eine, ja, also das ist ein Good Life Movie, ist das eher so ein bisschen. Für so, ja, nicht für Ältere, ne, es geht ja um ältere Frauen halt. Ja, aber trotzdem, man muss sagen, man konnte sich angucken und hat mir sehr gut gefallen. So ein bisschen die Message am Schluss bei manchen Charakteren. Ja, und das muss man sagen, ja, würde ich so eine 6 von 10 geben. Nummer 5 ist ein, ja, sagen wir mal jetzt Erotic Thriller,
weiß ich es auch nicht ganz genau, aber Elizabeth Harvest wird vertrieben durch Cable Pictures. Dankeschön nochmal von denen, die ich auch sehr gerne unterstütze, weil die machen einfach schöne Editionen für Sammler. Mediabooks von denen kosten nicht viel Geld, haben wirklich eine schöne Aufmachung, wie ihr nochmal hier sehen könnt in Art. Ja, macht man ja natürlich mal ganz gerne Werbung für die. Und natürlich hier Booklets, ne, sind da drin. Ihr wisst, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Infomaterial, Infowissen, Background. Und ja, der Film an sich startet langsam, braucht ein bisschen Zeit. In der Mitte, ja, denkt man so, geht die Fahrt hoch. Es ist aber wirklich nicht, wo ich sagen muss, ein ja, mega geiler Film. Es ist halt nicht. Also ich hätte mir mehr gewünscht von der Thematik her des Klons, was dieser Film aufbringt, ist das teilweise so ein bisschen zu wenig. Und ja, also ich hätte mir ein bisschen mehr erwünscht, sag ich mal. Und ja, Elizabeth Harvest bekommt von mir eine 5 von 10. Ihr merkt schon, so die Filme, die ich jetzt gerade ein bisschen vorgestellt habe, sind jetzt nicht so die superklasse Filme im Januar. Ja, ist leider so ein bisschen. Und dieser wird's auch nicht top. Die Geiselnahme aus dem Bestseller Bel Canto mit Julianne Moore und natürlich Ken Watanabe. Ja, bekannt aus Last Samurai, die kennt man natürlich auch. Und der ist natürlich ab 12 und ja, was muss man da ganz ehrlich drüber sagen? Ach, ja, Julianne Moore, eine richtig gute Schauspielerin und Ken Watanabe natürlich auch, aber dieser Thriller, der ist einfach, ja, der ist einfach langweilig. Der kann die punkten, der hat keinen guten Twist, das ist einfach, er braucht wirklich lange Zeit, bis es losgeht, die Action kommt, ich glaube, das war ungefähr eine halbe Stunde und man schaltet eigentlich so gesehen schon seelisch ab und senkt sich nur, ja, schauspielerisch geht es dann noch in Ordnung und ein bisschen die Kulissen, aber sonst war es nicht gewesen bei dieser Geiselnahme. Deshalb gibt es nur von mir 3,5 von 10. Aber dann gibt es noch einen kleinen Lichtblick. Ja, aber kein Realfilm, nicht ein Animationsfilm, nämlich einmal die Unglaublichen 2. Hier natürlich jetzt im Hero Pack als Doppelpack hier mit Teil 1, der ja auch schon gut war. Aber der zweite, muss ich sagen, toppt das sogar den ersten und ich fand auch die Animation richtig gut, war ja auch nominiert als bester Animationsfilm bei den Oscars, konnte natürlich nicht abräumen. Ja, es ist einfach, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Spider-Man A New Universe zeigt ja schon, was möglich ist in Animationsbereichen. Aber der war trotzdem gut und der hat mir auch von der Story gefallen, hat sogar noch einen Chip raufgelegt und ich finde, und die Unglaublichen 2 kann man sich gut angucken, für die Familie, für alte und jung. Schaut euch den mal an, deshalb gibt es von mir 8,5 von 10. Dann beginnen wir natürlich erstmal mit Venom, der tödliche Beschützer, 220 Seiten und das diente, also der Film, ja, nee, Quatsch, andersrum, was sage ich denn da? So, diese diente als kleine Vorlage für den Venom-Film, der letztes Jahr rauskam, das wissen viele auch nicht, wenn man das so ein bisschen durchliest, sieht man, aha, okay, das ist schon sehr interessant, was da drin ist und das haben sie auch ziemlich viel rausgezogen, natürlich wisst ihr, der Venom-Realfilm letztes Jahr, der ist natürlich nicht 1:1 aus diesem Comic, aber trotzdem, da kommt Spider-Man vor, Eddie Brock zeigt eine andere Seite, kann auch gutmütig sein und es ist wirklich auch geil gezeichnet. Also, können wir mal kurz hier reingucken. Also, das ist einfach nur ein toller Comic, der seine 22 Euro wirklich wert ist. Ich musste gerade mal selber gucken, aber ihr seht das hier gerade schon. Das ist oldschool gezeichnet. Ich mag lieber so ein bisschen oldschool-Style, sag ich mal, und das ist nicht zu alt und auch nicht zu jung und deshalb so in den 90ern ist es ja gezeichnet worden. Für jeden kann ich diesen wirklich wärmstens ans Herz legen. Das war der einzige von den dreien, den ich wirklich durch habe. Dann kommen wir nämlich jetzt mal eben zu den anderen beiden hier. Nämlich einmal Dark Phoenix Saga, X-Men, kennt natürlich jeder die X-Men und das ist ein Klopper, der, muss ich auch selber gucken, 220 Seiten lang ist. Wobei, wie ihr sehen könnt, ich bin bei der Hälfte. Wirklich bei der Hälfte. Ich habe irgendwie nicht so die Zeit gehabt letzter Zeit, aber die sind ja schon im November erschienen. Ich habe es noch nicht geschafft, diese zu zeigen. Aber das auch wieder danke an Panini auf jeden Fall für die Bereitstellung. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen älter. Was hatte ich gesagt? 70er Jahre, glaube ich. Oder sogar, ja, irgendwie, ja. Ich habe jetzt nicht mega nicht recherchiert, wie ihr merkt. Trotzdem, vom Zeichenstil her, kommen sie alle drinnen vor. Es ist, wo Jean Grey langsam zu Dark Phoenix wird und ihre wahre Seite zeigt. Es ist ein Comic, der auch gut gezeichnet ist und das müsst ihr mal eben so sehen. Das ist oldschool, sehr oldschool. Natürlich sage ich ja anders wie beim tödlichen Beschützer, aber ja, es macht Spaß. Es macht Spaß, liest sich gut. Die ganzen Panels sind gut gezeichnet, gut dargestellt. Sprüche, Texte, Texturen, alles gut gemacht. Sind auch wirklich ihre
19,99 €, sogar günstiger als natürlich Beschützer wert. Und der X-Men, die Dark Phoenix Saga. Ja, passt zu Avengers Endgame, der bald erscheint, und hier Captain Marvel. Da könnt ihr mal so ein bisschen Theorie spinnen. Da werde ich, glaube ich, nochmal was rausziehen hier, weil das finde ich was auch sehr interessant. Ja, das sind mal Thanos, die Infinity-Geschwister. Wo ich sagen muss, fand ich ganz gut, also ein bisschen als Hintergrund-Story, What-If, sag ich mal, Story. Fürs MCU vielleicht, keine Ahnung was, 13,90 € kostet dieser Comic. Und ist natürlich neu, klar, neu. Gezeichnet, ich weiß gar nicht, muss man selber gucken. Also steht jetzt auch nicht drin, weil jetzt steht nur drin, dass die Black Order natürlich 2013 erst zu der Armee von Thanos zugehört. Und ja, also der Zeichenstil finde ich auch auf jeden Fall sehr gut gemacht, wie ihr mal hier sehen könnt. Auch die Story an sich bis zur Hälfte war wirklich spannend. Und man merkt dann wirklich, die Comics, wenn die bis zur Hälfte gut sind, dann sind sie auch gut. Und die können natürlich auch noch enttäuschen, so ist es nicht. Ne? Deswegen sage ich bei denen jetzt keine klare Empfehlung. Wobei, es ist ja eigentlich eine klare Empfehlung. Das andere ist, es ist einfach Meisterwerk. Würde ich einen Comic kreisen, habe ich schon ein bisschen auch mehr gelesen. Und der ist, würde ich, ein guter Einsteiger-Comic, den man sich über 100 Seiten gut lesen kann. Ja, also den für 13,90 €. Wer das möchte und der natürlich Thanos und die ganze Geschichte der Avengers möchte, der sollte sich auf jeden Fall diese Todesgrüße aus der Zukunft sollte sich mal einmal gönnen. Gut, Comics vorbei, jetzt kommen wir nämlich zu den Serien. Da kann ich einmal von Filmkonfekt diese Serie vorstellen. Einmal Samurai Girls, ist eine Animationsserie, Anime-Serie, die andere Art, sag ich mal, Texturen, so ein bisschen so, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen, ja, nicht Cell-Shading, aber pff, so ein bisschen getuscht irgendwie der Stil. Natürlich sieht man sehr viele Möpse, aber manchmal auch sehr stumpf. Ich kann es euch mal zeigen, das ist ja eher so ein Future-Pack, Metal-Pack von, Filmkonfekt Anime, könnt ihr mal hier kurz nochmal hier so sehen. Da ist hier das Backcover und hier natürlich das Frontcover. Und ja, also ihr seht schon, wo es hinausläuft. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, mega pervers oder keine Ahnung was. Man kann sich angucken, man hat da manchmal noch schmunzeln, wie da diese Verwandlung kommen, wie diese Verwandlung zu den Samurai Girls dann kommt. Und dann habt ihr halt hier 3 Discs hier drinne. Und ich finde es eine ganz coole Serie, gibt es 2 Staffeln von, habe auch gelesen, hier sind auch welche bei, die kennen die wohl und finden die auch gar nicht schlecht. Ja, und dann habe ich natürlich auch mal angefangen mit Titans und muss sagen, ja, also ich muss den vielen recht geben, also die Serie ist nicht schlecht, fürs DC Universe, sage ich mal, gut gemacht, kann man auch viel weiter rumspinnen, viele Easter Eggs dabei, viele Cameos von vielen Actionhelden, die man ja so kennt oder gar nicht kennt, und natürlich der Weg vom Robin zu Nightwing, ja, und natürlich die Bildung dieser Titans, sage ich mal, man kennt ja teilweise Titans, Teen Titans Go. Und ja, trotzdem, ich muss sagen, Serie hat mir gut gefallen, von der Story her gab es auch mal Folgen, wo man sagen müsste, ja, bisschen lahmer gewesen, aber dann gab es wieder welche, die sind natürlich blutig, sind actionreich, sind von der Story gut geschrieben, ja, und dazu so schauspielerisch fand ich das auch ganz, ganz gut eigentlich. Nur das Einzige ist so manchmal ein bisschen trashy, ist halt, ja, die deutsche Synchro passt manchmal nicht so ganz genau und natürlich so ein bisschen, ja, ne, die Effekte sind nicht so Bombe, sag ich mal. Aber trotzdem, man muss sagen, hat mir gut gefallen, freue mich auf die 2. Staffel. Würde die jetzt eine 7,5 von 10 geben. Ach ja, Samurai Girls, ja, 6,5 von 10. Ja, da denkt ihr schon, wir sind wahrscheinlich schon fertig. Nein, ich habe nämlich von Lego nämlich ein cooles Set bekommen und natürlich von Blue Ocean mal wieder nochmal eine Lego-Zeitschrift. Die seht ihr nämlich jetzt. Vielleicht besser als der Film letztes Jahr von Disney. Nein, der ging ja, aber trotzdem wahrscheinlich besser als der Castle Run an sich. Nehme ich einmal das Lego-Set Han Solo Landspeeder 75209, 345 Teile könnt ihr diesen Set finden, kostet 30 €, also 29,99 € unverbindliche Preisempfehlung und hat natürlich sehr viele Funktionen, Motorhaube könnt ihr abnehmen, ihr habt eine Rollfunktion, ihr habt 2 Figuren mit so einem anderen Viech, ich kann es jetzt nicht sagen, was es ist, aber ja, auf jeden Fall habt ihr ja wirklich da cooles Set, sehr viele blaue Steine, von der Qualität her geht es in Ordnung, also wenn man das jetzt bewerten würde, was ich aber nicht machen werde, es ist solide, hat viel Spaß gemacht beim Zusammenbau, hat ungefähr 3/4 Stunde, also eine 3/5 Stunde gedauert. Ja, kann man machen, ne, für 30 €. Wie gesagt, nochmal Dankeschön an Lego für diese Bereitstellung, dieses Rezensionsexemplar. Und ja, was sagt ihr denn zu dem Set? Ab in die Kommentare.
Und natürlich möchte ich euch natürlich nicht das Lego The Movie Heft von Blue Ocean mit einer Figur, nämlich Emmett, vorenthalten. Für 3,99 € könnt ihr das bekommen. Wieder mit Comics, Poster, sogar mit Sticker und Sticker-Album. Und vielen Gadgets, ne? Ja, könnt ja alles mitmachen und keine Ahnung was. Ich find's cool. Auf jeden Fall, ich mochte den ersten Film, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja, ich sag ja, irgendwie ist gerade so ein bisschen bei mir die Flaute von Kinofilme und Filme irgendwie gucken und keine Ahnung was. Aber trotzdem, Emmett ist dabei. Den habt ihr dabei, habt ihr gerade schon gesehen. Mit natürlich Presslufthammer, einen Schaufel und einer Spitzhacke. Das habt ihr dabei für 3,99 €. Das nochmal als Empfehlung. So, da sind wir angekommen bei dem Ende dieser Folge. Demnächst wird es dann nochmal Nerdcheck hier nochmal ein paar Editionen geben von Cape Light. Natürlich vom Filmkonfekt, die ich noch ein bisschen gerne vorstellen möchte, weil was sollt ihr euch kaufen überhaupt? Darum geht es eigentlich so ein bisschen. Die haben mir ein paar Sachen geschickt. Ich habe noch von Panini hier Sticker, habe ich noch bekommen, Alben, auch richtig gut. Das will ich euch nochmal vorstellen, was man da so kaufen kann. Was macht Sinn, was ist vielleicht Quatsch, sag ich mal in der Art. Natürlich Comics wird es hier weitergeben, Filme, Serien und natürlich News. Alles Mögliche. Guckt nochmal im letzten Video vorbei. Gefällt mir nicht so. Könnten ein paar Aufrufe sein. Cyborgs, die ihr kennen müsstet. Ja, guckt da mal gerne mal rein. Würde ich sagen, Leute, ne? Lasst ein Abo hier, lasst ein Like hier. Und bis dann und ciao. Bam!